Moin ihr Lieben, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute haben wir Freitag, den 3. Dezember. Ja, und ihr habt mitgekriegt, die Bundesregierung hat neue Corona-Beschränkungen und Verbote erlassen. Unter anderem ein Feuerwerks- und Böllerverbot an Silvester. Und da sind wir jetzt mal hier zu Jürgen Liebert gegangen, Inhaber der Firma Waffen Liebert in Aurich in der Norderstraße, schon seit, ich weiß nicht, über 80 Jahren. Ich glaube, du bist noch nicht 80, Jürgen, aber fast. Nein, Spaß beiseite. Und ich möchte von Jürgen einfach mal wissen, Feuerwerk und Feuerwerk, das ist ja ein Unterschied. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, es gibt einen Unterschied zwischen einem sogenannten Anzündfeuerwerk und einem pyrotechnischen Feuerwerk im Bereich der Gassignalwaffen, was wir hinter uns im Hintergrund sehen. Das Verbot bezieht sich jetzt so wie letztes Jahr für die Anzündesachen, die man also tatsächlich mit einem Streichholz Feuerwerk anzündet. Also diese China-Böller. China-Böller und das Verbot bezieht sich jetzt auch nicht auf das Abbrennen der Restbestände, muss man auch sagen, sondern es ist ein Verkaufsverbot leider für die Branche erlassen worden, was das Anzündfeuerwerk anbelangt. Man kann aber nichtsdestotrotz, und das ist auch ein Hinweis im Grunde genommen an die Kundschaft, die ganzjährigen Pyrotechnikartikel der Gassignalwaffen weiterhin kaufen und auch verkaufen. Das Abbrennen an Silvester, soweit wir das jetzt gelesen haben, ist eine Empfehlung, dass man das Abbrennen reduzieren soll, wenn noch Restbestände sind oder Pyrotechnik. Und das geht da ausschließlich eigentlich darum, um Ansammlungen zu vermeiden. Also wenn, spricht nichts dagegen, wenn einer privat im Grunde genommen noch seine Leuchtraketen, die Restbestände verschießt. Man möchte auch einerseits die Krankenhausfälle natürlich reduzieren, wo ich volles Verständnis dafür habe. Aber wenn es im kleinen Rahmen ist, denke ich, mit der Familie, spricht da nichts dagegen. Frage, Jürgen, hier wird ja quasi mit einer Signalpistole, die Bumm macht, die knallt ja, du musst das mal kurz erklären, wird ja etwas in die Luft geschossen, ein Leuchtstern oder und das kann man so frei kaufen. Ab 18, sagtest du im Vorgespräch, wie muss ich mir das vorstellen, wie funktioniert denn das? Also es funktioniert so, dass man die Gassignalwaffe quasi als eine Abschussrampe betrachten muss. Dann gibt es kleine Platzpatronen, die diese antreiben und anfeuern. Und die Leuchtkugeln werden oben in einen Zusatzlauf. Der wird vorne auf das Ding draufgeschraubt. Also so ein Abschussbecher ist das. Abschussbecher wird reingeschraubt und die Dinger werden reingesteckt. Und dann hast du entsprechend verschiedene Leucht- oder Knatter-Pfeifeffekte. Und dann ist es auch eine recht saubere Geschichte abzubrennen. Man hat mit der Umwelt, das sind Papierrückstände, die dann eventuell noch in der Natur liegen, aber die vergehen dann, dass es recht sauber ist. Und das darf man ab 18 Jahren kaufen, so eine Signalwaffe? Ja, es ist frei ab 18. Der sogenannte, was auch immer in den Medien kursiert, der kleine Waffenschein ist lediglich zum Führen in der Öffentlichkeit. Also das heißt also, wenn ich das Ding bei mir tragen will und laufe durch die Stadt, dann brauche ich so einen kleinen Waffenschein. Dann bräuchte man den kleinen Waffenschein, den erteilen die Ordnungsämter für eine Ordnungsgebühr. Und dann dürfte ich auch außerhalb des sogenannten befriedeten Besitztums dürfte ich dann mit der Gassignalwaffe schießen. Also ohne kleinen Waffenschein nur quasi zu Hause und respektive im Garten? Oder wenn ich dann mein Grundstück verlasse, dann bräuchte ich einen kleinen Waffenschein? Wenn ich das Grundstück verlasse, dann kann ich das verlassen, indem ich das in einer Transportverpackung habe, die verschlossen sein sollte. Dann kann ich zu meiner Verwandtschaft gehen, zu meinem Onkel, Tante oder wem auch immer, auf das befriedete Besitztum und dort könnte ich sie auspacken und wieder neu, warum nicht, eine Leuchtrakete zum Neujahrsbeginn verschießen. Okay, ja, also ihr seht, das ist doch schon ein ganz, ganz interessantes Thema. Also Böller und Anzündfeuerwerkverbot auf der einen Seite, aber wie Jürgen Liebert uns jetzt gerade erklärt, gibt es natürlich auch noch Alternativmöglichkeiten. Das ist ja auch das ganze Jahr verkaufbar. Das gibt es ja nicht nur jetzt. Natürlich ist im Dezember oder zwischen den Jahren die Nachfrage immer wesentlich höher. Wir freuen uns, dass uns das mal so erklärt wurde jetzt hier. Wie gesagt, Firma Liebert in der Norderstraße in Aurich. Jürgen, herzlichen Dank für die Einführung, für die Erklärung. Ich wünsche dir viel Erfolg und dass die Leute nicht alle in Panik jetzt hier nicht herkommen. Das ist ja das Problem. Da werden wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, was mit der Innenstadt los ist. Jürgen Würfelt, bis gleich.
Danke an Jürgen Liebert für diese Einführung und diese Erklärung. Also wie gesagt, die Regierung hat Böllern und Feuerwerk untersagt, aber alles andere ist halt Ganzjahresfeuerwerk. Da muss man dann andere Maßstäbe ansetzen. Wir fangen mal an, unseren Themenzettel abzuarbeiten. Ja, Jürgen sagte gerade schon, du stehst da ja irgendwie so ziemlich einsam und alleine. Ja, ich stehe da ziemlich einsam und alleine. Das ist so. Ich stehe hier auch vor einem Merkel-Poller. Ja, die hat man ja seit ein paar Jahren hier, um möglicherweise Attentate auf Weihnachtsmärkte zu verhindern. Ja, aber auf den Weihnachtsmärkten ist eh nichts los. Insofern kommen wir mal zur Abarbeitung. Johann Harms, unser Kopp, unser Kontaktbeamter, ist hier im Bild in Rente. Ja, der hatte letzte Woche seinen letzten Arbeitstag als Auricher Kopp und ist natürlich ganz vielen Menschen bekannt und ganz vielen Leuten in der Innenstadt bekannt, ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern. Johann, herzlichen Dank für das, was du getan hast, und wir von Aurich TV wünschen dir einen guten und gesunden Ruhestand. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Jede Menge. Ja, die Situation auf dem Auricher Weihnachtszauber. Ja, ihr seht es hier bei uns in den Schnittbildern. Die ist gruselig und zum Heulen, weil auf dem Weihnachtsmarkt im Moment 2G Plus gilt. Also nur noch geimpft, genesen und getestet und dann auch noch mit FFP2-Maske. Was passiert? Kein Mensch geht im Moment auf den Weihnachtszauber. Die Schausteller sitzen da vor ihren leeren Buden. Wobei eine Sache, darauf wollen wir gerne hinweisen. Es ist immer möglich, Dinge mitzunehmen. Also ich kann mir die Currywurst und die Pommes natürlich einpacken lassen. Es gibt dann auch Glühwein to go. Ihr seht es hier im Schnittbild. Da kann man dann sehen, das Schildchen, wo man sich also jetzt versucht, irgendwie zu behelfen, irgendwie Umsätze zu generieren, die man natürlich dringend zum Überleben braucht. Im Moment, so ist wohl die Aussicht, wird der Weihnachtszauber wohl bis Sonntag durchhalten und das Wochenende nochmal abwarten. Und wenn es denn wirklich gar nicht geht, dann wird wohl am Montag erstmal zugemacht. Mal sehen, wie sich die Inzidenz bzw. die Hospitalisierungsrate entwickelt. Die ist ja jetzt schon wieder gefallen im Landkreis Aurich, aber das ist im Moment eine sehr volatile Situation. Ja, geimpft, genesen und getestet, und da haben wir schon gleich das nächste Problem, die Testerei. Ja, es wäre ja schön, das haben mir ganz viele Leute gesagt, die haben mich ganz viel angesprochen, die wollen sich testen lassen. Die lassen sich also auch davon nicht abhalten. Wie gesagt, man muss auch, wenn man ins Restaurant will, in die Kneipe, man muss ja auch getestet sein. Nur, Tests gibt es nicht zu kaufen, also die Apotheken haben keine, die Supermärkte haben keine, es sind also keine Selbsttests überhaupt verfügbar und die Testzentren sind überlaufen, sind voll, können gar nicht dagegen antesten. Das Testzentrum am Kino Center zum Beispiel hat nur täglich von 8 bis 12 Uhr geöffnet, also nur vormittags 4 Stunden und sonnabends meine ich von 10 bis 14 Uhr. Also das ist natürlich dann auch für alle, die sich testen lassen wollen, ein Problem. Sie bekommen einfach keine Testmöglichkeit. Größte Katastrophe, größte Schweinerei, die die Bundesregierung aushecken konnte, sowohl die alte als auch die dann neu kommen wird, 2G für den Einzelhandel. Ja, man denkt immer, es geht nicht schlimmer, aber ich habe immer so einen Spruch, dass ich sage, wenn man meint, es geht nicht blöder, dann kommt von irgendwo noch Markus Söder oder irgendwie sowas. Also Fakt ist auf jeden Fall, es soll wohl auch in Niedersachsen ab Mitte kommender Woche die 2G-Regelung für den Einzelhandel gelten. Ich frage mich, wer das alles überhaupt kontrollieren soll, wenn so klassische 2- oder 3-Mann-Betriebe wie der Jürgen Lieber zum Beispiel, ob der jemand abstellen soll, der sich dann draußen hinstellt und erstmal kontrolliert, ob die Leute geimpft oder genesen sind. Außerdem nochmal, es sind für mich auch weiterhin hoheitliche Aufgaben, Dinge von Bürgern zu kontrollieren.
an. Ich finde, es geht ja überhaupt kein irgendwas an, wenn da der Impfpass vorgezeigt wird. Das greift für mich auch dann ganz klar in die Persönlichkeitsrechte ein, greift ins Grundgesetz ein, meiner Meinung nach. Aber das juckt ja im Moment überhaupt keinen mehr. Wir sind ja jetzt in der vierten Welle. Moin, moin, hallo. Wir sind ja in der vierten Welle. Und jetzt kommt Omikron. Und Omikron wird dann da für sicher herhalten müssen, dass wir alle erstmal noch eine ganze Ecke im Lockdown bleiben werden, jedenfalls im Teil-Lockdown. Die Ungeimpften sind ja schon drin im Teil-Lockdown. Ich bin mal gespannt, wer neuer Gesundheitsminister, / Gesundheitsministerin wird. Was man da aus Reihen der SPD hört, das lässt nichts Gutes vermuten. Zum einen ist als Kandidat der Herr Lauterbach gehandelt. Ich meine, dann haben wir 10 Jahre Dauer-Lockdown, aber andererseits wurde der Name Nahles genannt. Und da muss ich auch sagen, also wenn die SPD kein fähigeres Personal an Bord hat, um in dieser Angelegenheit tätig zu werden, dann sollte man vielleicht gar nicht in die Regierung eintreten. Was haben wir denn noch? Schaufenster in der Osterstraße. Ja, schöne Idee vom Stadtmarketing von Vicky Jansen. Ihr seht hier, was gemacht worden ist. Nämlich, man hat einen Leerstand zumindest optisch erstmal sehr attraktiv beseitigt. Man hat also die Schaufensterflächen eines leerstehenden Gebäudes bekleben lassen mit Alt-Aurich-Motiven, mit Fotos, toll aufgemacht, das Ganze sieht wirklich gut aus. Das muss ich sagen, das kann sich sehen lassen. Das soll wohl auch mit noch mehr Leerständen passieren. Also sehr schön, was sich Johann Strohmann und Vicky Jansen da ausgedacht haben. Was haben wir noch auf dem Zettel? Aktion Eis verschenken. Ja, letzte Woche, letzter Tag Öffnung Eisdiele Venezia hatten wir ja angekündigt. Da wurde ja ab 15 Uhr dann der Rest Gelato rausgegeben und pünktlich um 15 Uhr waren dann natürlich auch reichlich Leute da und haben sich dann das Eis mitgenommen und der Nicola Forlan ist jetzt in Urlaub und genießt jetzt erstmal hoffentlich ein bisschen besseres Wetter als wir hier, aber ich glaube in Friaul in Italien ist auch nicht schöner. Also insofern, aber wir schauen mal. Ja, letztes Thema auf dem heutigen Zettel, die Aurecher Markthalle. Ja, wir haben zigfach darüber berichtet, was ist mit der Markthalle los, wann geht was wo weiter, wer geht wann wo rein. Jetzt ist also Fakt, man hat der Markthalle eine Gnadenfrist gegeben bis Ende 23. Man will also nächstes Jahr jetzt endgültig einen Plan vorlegen, was soll mit der Zukunft der Markthalle werden. Solange hat man sich jetzt Zeit gekauft und dann muss man halt mal sehen, inwiefern diese Markthalle wieder vitalisiert wird etc. pp. Wir haben ja mal letztes Mal oder vorletztes Mal berichtet, eine Vitalisierung der Markthalle, sprich sie energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, sie vernünftig zukunftsfest zu machen mit einer vernünftigen ebenerdigen Toilettensituation und so weiter, kostet 2,6 Millionen Euro. Bei explodierenden Baupreisen, bei steigenden Baupreisen, ob die Stadt dann nun wirklich will, dass man dieses Geld ausgibt, naja, ich weiß ja nicht. Und wenn ich so höre, dass die Politiker aber weiterhin auf dem Geldausgebetrip sind, obwohl ja eigentlich nichts mehr da ist. Ich musste schmunzeln. Da gab es dann diesen Antrag vom Auriculum, diesem Lastenfahrradverein. Die haben geweint, weil ein Lastenfahrrad kaputt ist und haben dann bei der Stadt beantragt, Mittel für ein neues zu bekommen. 2.800 Euro ist im Ausschuss erst abgewunken worden, nach dem Motto, wir haben ja kein Geld, aber im VA dann mit den Stimmen der Grünen und der SPD dann durchgewunken worden. Ja, da kann man sich natürlich schön immer verstecken in den internen Räumlichkeiten, wo man ja immer dann meint, man kann dann abstimmen und keiner weiß, wer wie abgestimmt hat. Das ist halt immer so. Aber wie gesagt, also die Auriculummer, die können sich jetzt freuen. Die haben also 2.800 Euro für ein neues Fahrrad bewilligt bekommen.
Ja, damit sind wir heute am Ende der Sendung angelangt. Freitag, es ist schön, schön kalt, es ist auch Winter. Mir tun die Schausteller wirklich, wirklich leid. Ich habe das auch unter unsere letzten Beiträge drunter geschrieben. Ich finde es unfair und nicht in Ordnung, wenn man den Schaustellern vorwirft, sie sollten doch zumachen und sollten demonstrieren gehen. Das sind Äußerungen, die kann ich nicht richtig nachvollziehen. Immerhin haben diese Leute Betriebe, die müssen Betriebe führen, die müssen Personal bezahlen, die müssen Ware einkaufen und das kommt ja jetzt auch noch, die müssen ans Finanzamt berappen. Da muss ich doch auch noch mal dran erinnern, ich habe von vielen, von ganz vielen Geschäftsinhabern, vor allem von kleinen Geschäften gehört, die haben im letzten Jahr eine Corona-Hilfe bekommen. Die mussten sie dann als reinen Gewinn versteuern, was dazu führt, dass man als Selbstständiger beispielsweise in der Krankenversicherung höher gestuft wird. Und jetzt müssen sie Teile dieser Corona-Hilfe zurückbezahlen. Und genau das ist genau das Thema. Das ist in meinen Augen eine riesengroße Schweinerei. Ich höre Herrn Scholz noch, wie er letztes Jahr dagestanden hat und hat irgendwas von Bazooka gequatscht und von Geldmitteln, die im Überfluss vorhanden sind. Und man will alles mit Geld regeln und. Wenn ich mir den armen Olaf Scholz ja jetzt angucke, der Mann tut mir leid, dann sieht der aus, als kann man den in 2 Wochen in eine Klapsmühle einweisen. Der Mann ist völlig platt, ist völlig fertig es geht nichts vor, es geht nichts zurück. Einzig Positive am gestrigen Tag zumindest, der Zapfenstreich für Frau Merkel. Jetzt ist endlich Gott sei Dank, danke, Schluss. Es reicht jetzt auch mit einer Politik der Unfähigkeit, mit einer Politik des Nichthandels, mit einer Politik des Aussitzens und Abwartens. Das hat uns in eine Situation gebracht, in der wir im Moment sind. Die Geimpften schimpfen auf die Ungeimpften schimpfen auf die Geimpften. Ich bleibe bei unserer Maxime. Wir beurteilen niemanden danach, ob er geimpft ist oder ungeimpft. Und wir lassen hier auch nicht zu, dass hier auf unseren Portalen in irgendeiner Weise geschimpft und gehetzt und gemotzt wird, weder gegen Geimpfte noch für Ungeimpfte. Es gibt jede Menge Argumente, die Geimpften sagen, die Ungeimpften sind schuld, die Ungeimpften sagen, ihr seht doch, was ihr davon habt, dass ihr euch habt impfen lassen, bringt ja alles nichts. Bitte versachlicht das ganze Thema einfach, obwohl ich weiß, es ist schwierig. Mich nervt es auch, in einer fast menschenleeren Stadt zu stehen. Ich stehe hier in der Norderstraße in Aurich. Wir haben jetzt Freitagmittag 13 Uhr und wir sind eigentlich im Advent, ihr Lieben. Und wenn ihr mal so guckt, was hier an Leuten rumläuft, wie viele hier rumlaufen, dann wird mir richtig schlecht. Und Herr Bezos freut sich wahrscheinlich jeden Tag einen Leuchtkeks, weil so viel Geld, wie der im Moment mit seinem Amazon verdient, hat er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen. Ich wünsche euch trotzdem was. Geruhsamen zweiten Advent. Geht nicht aufeinander los. Ich weiß, es ist eine frustrierende Zeit. Wir sind alle irgendwo angenervt. Wir sind unzufrieden, unglücklich, unentspannt. Geht nicht aufeinander los. Das ist möglicherweise genau das, was diese Regierung irgendwann mal bezweckt hat, einen Keil in die Gesellschaft reinzutreiben. Das haben sie geschafft im Moment. Und wir sollten alle, wie wir da sind, nicht zulassen, dass wir weiter gespalten werden. Ich wünsche euch was. Bleibt alle gesund. Egal, ob ihr geimpft oder ungeimpft seid, ist mir völlig egal. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Macht's gut.